in der Schweiz gebaut, also ein europäisches Produkt. Hat eine Spurbreite von, glaube ich, 2 Meter, damit die Räder nicht über das Gemähte quasi drüber fallen, dass das Ding. Willst du mal noch was zu sagen? Auch hier wieder ein gutes Schnittbild. Und der Kraftbedarf einfach so ein Doppelmesser-Mähbalken, der liegt ungefähr bei 2 kW pro Meter Arbeitsbreite, teilweise sogar ein bisschen niedriger. Also für die Pferdearbeit wäre ein Kreiselmäher einfach zu schwer, zu kraftaufwendig. Und diese Doppelmesser-Mähwerke insgesamt erleben eine ziemliche Renaissance überall. Mittlerweile auf der ganzen Welt importiert jetzt ESM die Mähbalken.